Wir befinden uns am Ufer des Don, bei der Kosakensiedlung Kaschalinskaja. Das ist eine sehr alte Siedlung der russischen Kosaken, die die russische Grenze vor dem Einfall von Fremden und von Räubern bewachte. Dieser Ort liegt an der Grenze zwischen Wüste und Waldsteppe. Sie können den Wald dort sehen. Diese Steppe, diese Wüste haben nicht nur physische Bedeutung, sondern auch eine moralische und geistige. Nach dem Zusammenbruch der Macht des kommunistischen Regimes blieb eine geistige Wüste zurück. Die Kommunisten lehrten, dass es keine Seele gebe, dass der Mensch vom Affen abstamme und sein Vater dieser Affe sei, kaum in irgendeiner Weise geistig, ein Vieh. Die Folgen dieser Lehre zeigen sich auch an den Menschen, die hier leben. Sehr symbolisch kann man in diesem abgelegenen Teil der Provinz die gesamte Geschichte Russlands erkennen. Bis zur Revolution rühmte sich die Kosakensiedlung Kaschalinskaja ihres Handels, ihrer Erfolge in Landwirtschaft und Viehzucht. Hier stand eine prachtvolle steinerne Kirche. Die Menschen hatten zu Gott gebetet. Die Priester hielten Bittgottesdienste ab, um eine gute Ernte, um Regen für die ganze Welt, um Wohlstand für alle Menschen. Dann kam die Sowjetmacht, kamen die Bolschewiki und schlossen die Kirche. Und als Folge stahlen sie die Kirche, schleppten Stein für Stein fort für ihren Eigenbedarf. Das Resultat ist zu sehen. Es kam zur Verwüstung dieses Ortes, zur Verwüstung der Kirche. Die gesamte Siedlung wurde verwüstet. Die jungen Leute zogen fort. Das Handelszentrum gibt es jetzt nicht mehr. Jetzt sehen wir, dass diese Siedlung sowohl von Dieberei als auch von Trunk beherrscht ist. Und warum? Weil es Gott nicht gibt. Man hat den Menschen den Glauben genommen. Man hat sie, wie es so heißt, in den Urzustand zurückgeführt. Wenn es bei uns insgesamt ca. 160 Pfarreien gibt, so ist das eine unbedeutend kleine Zahl von Pfarreien. Und viele von diesen haben kein eigenes Gebetshaus. Oder diese Gebetshäuser sind nur für den Gottesdienst hergerichtet. Vor 2 Jahren, im Herbst, versuchten wir in unserer Region Missionsreisen. Da wir aber dieses Jahr mit einer Reihe sich verstärkender Schwierigkeiten materieller und finanzieller Art zu kämpfen hatten, war es uns nicht mehr möglich, aktiv diese Missionsarbeit fortzusetzen. Als ich das zweite Mal nach Wolgograd kam, besuchten Pater Nikolai und ich auch Wladimir Ivanovich Koretzki. Diese Erfahrung hatte so eine Atmosphäre geschaffen, dass wir uns im Laufe des Abends mehrmals allgemein über die Schifffahrt unterhielten. Als wir dann abends alle gemeinsam in der Sauna saßen bei ihm zu Hause, begannen wir darüber zu sprechen, dass Pater Sergei aus Novosibirsk schon 2-mal per Schiff Ortschaften ohne Kirche besucht hatte. Da sagte einer von uns, ich glaube, es war Pater Nikolai oder Wladimir Ivanovich, so etwas wäre auch hier gut. Bei uns, hier in der Region um Wolgograd, gibt es viele Ortschaften, die keine Kirche haben. Wir kamen völlig übereinstimmend zu der Lösung, dass es jetzt möglich wäre, ein Kapellenschiff zu bauen, das auf den Flüssen Wolga, Don und Kopjow fahren sollte. Unser Wolgograder Gebiet hat ein einzigartiges Flusssystem.
Keine andere Region in Russland ist so von Flüssen durchzogen wie unsere Region Wolgograd. Und gerade an jenen Flüssen gibt es Kosakensiedlungen, verschiedene Dörfer, in denen es einst Kirchen gegeben hatte, die jedoch während der großen Erschütterungen, die es in unserem Land gab, zerstört wurden. Und ich glaube, wenn wir hier von Station zu Station fahren und den Menschen den Glauben verkünden, dann glaube ich, dass jene Reste des Glaubens, die sich von den Vorfahren erhalten haben, aufs Neue wachsen werden und dass es an diesen schönen Ufern eines Tages beständige, große Kirchen geben wird. Праведный Бог Отец Иоаким и Иоанн и всех святых помилует и спасет нас. So etwas gab es zum ersten Mal in Russland. Für uns war überhaupt alles neu. Wir wussten doch nicht, was uns erwartete, was es dort gab. Später, als wir dann mit dem Schiff im ersten Dorf anhielten, wussten wir gar nicht, würden die Menschen kommen oder nicht. Es war doch alles neu. Wie die Leute davon erfuhren? Ach, die Glocken läuteten. Nun, und die Leute, die kamen, schöpften sofort neuen Lebensmut. Da wussten wir, es würden Menschen kommen. Und sie kamen, kamen, kamen. Отойдешь от счастья, не надышишься, от признания. Lesen Sie hier bitte. Nach Segnung durch Erzbischof German wird am 7. Juni um 17 Uhr, ja heute, in unserer Siedlung ein Schiff anlegen mit einer orthodoxen Kirche darauf. Hierin befinden sich heilige Reliquien. Am 5. Juni geschah ein großes Wunder. Im Herzen Russlands, fern von allen Zentren, Metropolen und Städten, dort, wo der große Fluss Wolga fließt, erschien plötzlich